Neue Super-Gesundheitsbehörde gegründet. Esken blamiert sich. Schon wieder. Und Auswärtiges Amt mischt sich in Wahlkampf ein. Und wie immer, dies und noch viel mehr nach dem charmantesten Intro. Abonniert uns, drückt den Daumen nach oben und kommentiert natürlich für den Algorithmus. Ihr wisst, ganz wichtig. Schluss mit dem Gesabbel, Schluss mit der Werbung. Auf ins Getümmel. So, ihr Lieben, das verregnete Wochenende und wir fangen direkt an. Zusammenbruch bei Laufwettbewerb. Ein Mann stirbt in Kiel. Tja, ein tragischer Vorfall ereignete sich während eines Laufwettbewerbs in Kiel, als ein Mann während des Rennens zusammenbrach und wenig später verstarb. Die Rettungskräfte vor Ort versuchten sofort, den Mann zu reanimieren. Doch die Bemühungen blieben erfolglos. Also das ist ja mal ein Forschungsschwerpunkt gewesen an der Universität in Köln und auch in Boston, wenn Sie so wollen. Also wie stark ist eigentlich belegt, dass ein Medikament oder ein chirurgisches Verfahren wirklich wirkt. Das also, hat man lange Jahre gar nicht gesehen, dass also vieles von dem, was wir machen, wissenschaftlich überhaupt nicht gesichert ist. Die genauen Umstände seines Zusammenbruchs sind noch unklar. Der Vorfall wirft erneut mal wieder Fragen auf über die Gesundheitsvorsorge bei sportlichen Großveranstaltungen auf und hat natürlich Teilnehmer und Zuschauer tief getroffen. Betroffen, besser gesagt. Wer weiß schon, an was es wieder gelegen hat. Der Patient geht ja davon aus, ehrlich gesagt, wenn ich ihm sage, das ist das Medikament, was also für Sie notwendig ist, dann gehen Sie ja zunächst einmal davon aus, dass es wissenschaftliche Studien gibt, die das belegt haben. Mhm. Das ist aber sehr häufig nicht der Fall. Das heißt, der deutsche Markt gibt das her, weil unsere Gesetze zu lax sind. Ja. Ein waschechter Doktor. Wir kommen weiter. Grünen-Politikerin spricht lieber über ihr Fahrrad. Während einer Diskussion über einen Angriff durch einen, Neubürger lenkte eine Grünen-Politikerin das Gespräch abrupt auf ihr Fahrrad. Interessant, oder? Dieser Kommentar sorgte natürlich für Empörung, da das eigentliche Thema, ein schwerer Angriff, heruntergespielt wurde. Während Sie versuchen, die Bürger mit Alibi-Politik und Migrationsgipfeln zu beschwichtigen, finden jeden Tag immer weiter Messerattacken und Vergewaltigungen durch illegale Migranten statt. Die Kritik an der Grünen-Politikerin nimmt natürlich zu, da viele dies als Versuch sehen, das Problem der zunehmenden Gewalt durch den Neubürgern zu relativieren. Der Vorfall heizt die ohnehin hitzige Debatte über die Kriminalität und Integration natürlich weiter an. Sie zelebrieren kurz vor den Landtagswahlen eine absurde Luxusabschiebung von ganzen 28 afghanischen Schwerstkriminellen und geben ihnen noch ein fürstliches Handgeld von 1.000 Euro mit auf dem Weg. Das sind 2 afghanische Jahresgehälter, der Lohn für Mord und Vergewaltigung und eine weitere Einladung für illegale Migration. Kommen wir zum ersten Hauptthema. Eine neue Supergesundheitsbehörde wegen, der sogenannten C gegründet. Die Bundesregierung hat als Reaktion auf die C-Pandemie eine neue Supergesundheitsbehörde gegründet. Diese Behörde soll Krisen wie die Pandemie besser bewältigen und eine schnellere Reaktion auf Gesundheitsnotlagen ermöglichen. Da haben wir es wieder. Und es gibt übrigens sehr viele Ärzte, die es ablehnen. Also damit wir uns nicht falsch verstehen, es gibt viele Ärzte, die das, also die sehen darin eine Art Prostitution, also der Industrie gegenüber. Das ist längst nicht von jedem. Und die ersten Kritiker bemängeln natürlich, dass bereits bestehende Institutionen wie das RKI ausreichend seien und warnen vor einer unnötigen Bürokratisierung. Die Regierung verteidigt mal wieder den Schritt als wichtigen Beitrag zur Stärkung des öffentlichen Gesundheitsschutzes. Aber es ist ein unehrenhaftes System und somit sage ich also, die Probleme sind nicht gelöst, weil die Pharmaindustrie hat es ganz geschickt geschafft, sich etwas zurückzunehmen. Die sind jetzt nicht mehr zu sehen bei der, Reise also in die Schweiz oder was. Die Familie reist in die Schweiz oder so, sondern die machen das jetzt also indirekter. Also die Fortbildung ist sehr häufig
indirekt unterstützt durch die pharmazeutische Industrie. Ach so, das hätten wir jetzt ja nicht so gedacht. Interessanter Beitrag. Schon alt, aber sehenswert. Weiter geht's. Einsturz in Dresden. Die Carola-Brücke kollabiert. In Dresden stürzte wahrscheinlich, wie ihr schon gehört habt, die Carola-Brücke unerwartet ein und sorgte für Chaos im Stadtverkehr. Der Einsturz, der glücklicherweise keine Verletzten forderte, hat erhebliche Diskussionen über die marode Infrastruktur in Deutschland ausgelöst. Dresden hat den falschen Oberbürgermeister. In meiner Heimatstadt Dresden ist ein Bauteil der wichtigsten Elbbrücke ins Wasser gefallen. Und so etwas passiert nicht aus dem Nichts. So etwas ist die Folge mangelnder Wartung, falscher Prioritätensetzung. Schon 2018, so haben mich meine Parteifreunde informiert, hat ein Gutachter davor gewarnt, dass der Stahl der Spannbetonkonstruktion korrodiert ist. Die ersten Untersuchungen deuten auf strukturelle Schwächen hin, die bereits zuvor hätten erkannt werden können, wie gerade Kral gesagt hat. Der Vorfall wird nun genauer untersucht, ist ja klar. Während die Stadt mit massiven Verkehrsproblemen jetzt erstmal zu kämpfen hat. Für dieses Desaster einen Verantwortlichen geben. Die Verantwortungslosigkeit der deutschen Politik führt dazu, dass in diesem Land die Grenzen offen sind, die Brücken ins Wasser fallen, die Wirtschaft den Bach runtergeht und irgendwie am Ende alle auf ihren Sitzen kleben. Baubürgermeister Kühn, ein Grüner, hat mit dem Spruch geworben, Köpfchen statt Beton. Herr Kühn, wie wär's mit Rückgrat? Sie sind verantwortlich. Treten Sie zurück. Und weiter geht's. Saskia Esken blamiert sich in der Bundestagsdebatte. Jetzt kommt's, Zitat, weil die Leute Angst haben. Ja, SPD-Chefin Esken sorgt während der Generaldebatte im Bundestag für Aufsehen, als sie in ihrer Rede auf die Ängste der Bürger verwies, ohne jedoch konkrete Lösungen anzubieten irgendwie. Ihre Aussagen wurden von der Opposition scharf kritisiert als inhaltsleer sogar bezeichnet. Ach, Frau Esken, vielen Dank für Ihren Zwischenruf. Und ich wünsche mir viele weitere Fernsehauftritte von Ihnen. Wenn Sie so weitermachen, dann schlage ich Sie noch als Ehrenmitglied der CDU vor. Machen Sie so weiter. Machen Sie so weiter mit Ihren Zwischenrufen und Ihren öffentlichen Auftritten. Eskens Auftritt verstärkte natürlich mal wieder die Kritik an der SPD, die zunehmend unter Druck steht. Angesichts der wachsenden Unzufriedenheit in der Bevölkerung greifbare politische Antworten zu liefern. Tja, liebe Ampel, die Ampel geht aus. Zur gleichen Zeit finanziert dieses Bundesinnenministerium unter Nancy Faeser ein Portal, das in 9 Sprachen zu Tipps und Tricks gegen ihre eigene Behörde aufruft, um Abschiebung zu entgehen. Diese Bundesregierung sabotiert Abschiebung. Und weiter geht's. Bizarrer Tweet. Auswärtiges Amt mischt sich in US-Wahlkampf ein. Mit einem außergewöhnlichen Tweet behauptete das Auswärtige Amt, das deutsche Energiesystem sei voll funktionsfähig und kommentierte indirekt den US-Wahlkampf. Der Tweet erregte natürlich internationale Aufmerksamkeit und wurde sowohl in Deutschland als auch in den USA sehr heftig diskutiert. In der Realität sind Konflikte und Kriege und die Klimakrise eben keine fernen Dinge, wovor wir die Augen verschließen können. Sie haben einen Einfluss auf uns und auf unsere Sicherheit. Und daher gilt es für uns, genau hinzuschauen, was in der Welt vor sich geht und erst recht vor unserer Haustür. Ich staune. Das erste Mal, dass ich sehe, dass 3 Sätze vernünftig rauskommen. Beim Ablesen. Kommen wir weiter. Die Kritiker werfen dem Auswärtigen Amt natürlich vor, sich in den US-Wahlkampf einzumischen, was diplomatische Spannung verursachen könnte. Der Vorfall verdeutlicht die Herausforderungen der digitalen Diplomatie und die Risiken von Fehltritten auf sozialen Medien. Internationales Engagement, um den Wohlstand und die Sicherheit gerade bei uns zu schützen. Und dafür braucht es einen schlagfertigen Haushalt. Ein Sicherheitshaushalt. Leistet dieser Haushalt, den wir hier diskutieren, absolut alles, was wir dafür brauchen? Ehrlich gesagt, nein. Nein.
Gut, Leute, wie immer ein kleines Video zum Abschluss. Ihr kennt es ja nicht anders. Ich würde sagen, lehnt euch zurück und genießt die Show. Wir gehen nochmal zurück zu Frau Weidel. Der Attentäter von Solingen konnte sich seiner Rückführung nach Bulgarien auch deswegen monatelang entziehen, weil eine grüne Ministerin Abschiebung hintertreibt und ein CDU-Ministerpräsident sie gewähren lässt. Mehr als die Hälfte des Jahres arbeiten die Steuerzahler für einen Staat, der illegale Migranten ins Land lockt und den Bürgern die Sicherheit raubt, die er ihnen schuldig ist. Die Opfer von Solingen könnten noch leben und unversehrt sein, würden die Verantwortlichen nach Recht und Gesetz handeln. Das heißt zuerst und vor allem, illegale Migranten gar nicht erst ins Land zu lassen, sondern die Grenzen schließen und jeden zurückweisen, der ohne Rechtsanspruch und ohne Papiere nach Deutschland eindringen will. Nicht vorübergehend, sondern für immer. Das ist im Übrigen keine Option, das ist eine rechtliche Verpflichtung, die Sie haben. Artikel 16a Grundgesetz sagt klar, Einreisende aus sicheren Drittstaaten haben keinen Asylanspruch. Paragraph 18 Asylgesetz legt fest, dass die Zurückweisung dieser Illegalen nicht nur zulässig, sondern geboten ist. Keine europarechtliche Verpflichtung setzt diese Regelung. Können Sie bitte ein bisschen leiser sprechen da hinter mir? Ja, es stört, das machen wir auch nicht. Also keine europarechtliche. Es ist der reinste Kindergarten mit Ihnen. Und die nächste Wahl wird kommen. Eieiei, und jetzt wird das Video wieder weniger angezeigt, nur durch dieses Thema. Naja, wisst ihr was? Wir geben einen Forts drauf, ganz ehrlich. Gut, ihr Lieben, ihr kennt es nicht anders. Für heute haben wir es erstmal wieder geschafft. Ich würde sagen, verpasst nicht unsere nächsten Videos, morgen in dem Fall wieder. Wir hoffen, euch hat dieses Video natürlich wie immer gefallen. Und damit wir wachsen können, lasst unbedingt ein kostenloses Abo da, wie man ja immer so schön sagt. Drückt den Daumen nach oben, teilt unsere Videos, kommentiert, ganz wichtig, damit die Videos ein bisschen gepusht werden. Und ich würde sagen, folgt uns ebenso auf X und Telegram. Die Links dazu unten in der Videobeschreibung. Ich sag bis morgen in alter Frische, euer Tobi von Schnute TV. Ciao.